bin seit einer Woche hier in Sachsen auf einer Wasserstofftour unterwegs, in einem Brennstoffzellenfahrzeug. Besucht habe ich verschiedene Einrichtungen, die sich mit Wasserstoffproduktion, mit Logistik, auch mit Brennstoffzellen beschäftigen. Und ich wollte nebenbei mal praktische Erfahrungen sammeln, wie es ist, mit so einem Wasserstofffahrzeug unterwegs zu sein. Das ist hier ein Hyundai Nexo, neben Toyota Mirai, eins von zwei Fahrzeugen, das auch auf dem Markt erhältlich ist. Und ich bin völlig überzeugt, es ist ein tolles Auto, es ist ein tolles Fahrgefühl. Ich glaube, man hört schon, es ist ganz leise, ähnlich wie Elektrofahrzeuge. Es ist ziemlich sportstark, es ist eine hohe Dynamik. Wenn man hier mal Gas gibt, fährt das Fahrzeug wirklich schnell los. Und der ganz große Vorteil gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen ist, es betankt sich halt schnell. Man fährt an so einen Tankpunkt heran und in 4 Minuten ist das Fahrzeug wieder voll. Dann sind die 3,7, 3,8 Kilo Wasserstoff getankt. Und dann hat man sofort wieder eine Reichweite für 500 Kilometer. Und das ist natürlich schon sensationell, weil der Tankvorgang sich quasi nicht von einem klassischen Fahrzeug unterscheidet. Also was natürlich noch ein bisschen schwierig ist, ist die Anzahl der Tankmöglichkeiten. Es gibt in ganz Sachsen eigentlich nur 3 und bundesweit noch unter 100, aber das soll massiv ausgebaut werden und das ist natürlich die Voraussetzung, dass überhaupt Wasserstoff in der Mobilität eingesetzt werden kann, weil du brauchst natürlich dann auch Tankstellennetzen entsprechendes und sag mal, für die kurze Strecke sind wahrscheinlich batterieelektrische Fahrzeuge die bessere Variante, aber sobald schwere Güter zu transportieren sind oder du über längere Strecken fährst, da ist Wasserstoff durchaus eine interessante Option. Voraussetzung ist natürlich, dass er umweltfreundlich hergestellt ist, aber von der ganzen Logistik ist Wasserstoff schon sehr, sehr gut. Und ich sag mal, auch die Forschung an der Brennstoffzelle wird weitergehen, die werden effizienter werden. Und es gibt noch einen großen Vorteil gegenüber dem batterieelektrischen Fahrzeug, wenn man mal schneller fährt, also dieses Fahrzeug ist bei 177 km/h abgeregelt, hat man keinen starken Reichweitenverlust, oder zumindest nicht so stark wie bei einem batterieelektrischen Fahrzeug. Und die Brennstoffzelle hat auch kein Problem mit tieferen Temperaturen, also wenn man heizen müsste, ist es kein Problem, während die Batterie dann schon ziemlich leidet. Und man sieht ja, dass im Winter die batterieelektrischen Fahrzeuge, die rein auf Batterieelektrik setzen, dass da plötzlich die Reichweite sich sehr verringert. Und das ist natürlich für die Alltagstauglichkeit nicht besonders praktisch. Nach 800 Kilometern kreuz und quer durch den Freistaat möchte ich ein kurzes Fazit ziehen. Das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr gut. Es ist wirklich alltagstauglich. Man denkt ja, mit so einem Brennstoffzellenfahrzeug ist es kompliziert. Nein, ist es überhaupt nicht. Das Fahren macht Spaß, das Nachtanken geht super schnell. Ich bin großer Fan davon, dass wir auf Technologieoffenheit in der Mobilität setzen. Es wird Anwendungsfälle geben, wo batterieelektrische Fahrzeuge Sinn machen. Es wird andere Einsatzzwecke geben, wo synthetische Kraftstoffe die erste Wahl sind. Und natürlich wird auch die Brennstoffzelle und Wasserstoff eine Rolle spielen. Ich glaube, wir tun gut daran, und nicht unseren Korridor zu verengen, sondern wirklich auf die Technologie zu setzen, die für den jeweiligen Mobilitätsfall den größten Nutzen bringt.